Ja, sehr geehrter Herr Minister, auch zur Situation an unseren Kliniken. Uns erreichen ja dramatische Berichte aus Italien. Dort erzählen Ärzte, wie es bei Ihnen an den Kliniken zugeht. Bei uns ist die Situation derzeit zum Glück noch nicht so dramatisch. Aber wir sollten sicherlich Vorsorge treffen. Sie haben eben ausgeführt, dass bei Großveranstaltungen es sinnvoll ist, diese abzusagen. Ich möchte Sie fragen, wäre es nicht auch richtig, über flächendeckende Schulschließungen auch in Deutschland nachzudenken? Denn auch Schulen sind ja tägliche Großveranstaltungen, wo es zu zahlreichen Körperkontakten kommt. Wir hätten dadurch Zeit gewonnen und könnten die möglicherweise bald fehlenden Kapazitäten an den Kliniken aufbauen. Ich verstehe, dass es diese Debatte und diese Frage gibt. Ich bin da nur zurückhaltend. Warum? Weil auch für den Alltag des Einzelnen wie für die Gesellschaft der Verzicht auf Großveranstaltungen unendlich viel leichter ist als der Verzicht auf Kindergarten und Schule. Weil das natürlich für Pflegekräfte, Ärzte, Polizisten, Busfahrer, viele, die das öffentliche Leben aufrechterhalten, wenn die Kinder auf einmal nicht mehr Betreuung haben oder Schule haben, natürlich wahnsinnige Einschnitte sind und die Frage ist, ob sie überhaupt nur arbeiten gehen können. Das ist sozusagen das, was es für das praktische Leben bedeutet, aber auch aus Infektionsminimierungssicht. Wenn die Kinder dann bei den Großeltern sind, das sind ja die praktischen Lösungen, die man dann sucht, wo bringe ich die Kinder unter, wenn sie auf einmal nicht mehr in ihrer Kita sind, dann ist gerade mit Blick darauf, wo wir das größte Risiko haben, ist, glaube ich, nicht die beste Variante, wenn dann man versucht auszuweichen auf die Großeltern. Ja, das muss man, oder wenn dann die Lösung ist, wir machen in der Nachbarschaft sozusagen die Kleingruppe, weil wir uns irgendwie organisieren müssen, zu 10 irgendwo zu Hause. Ich nehme das ernst. Ich bin auch dafür, dass man regional, wie in Heinsberg, da wo wir Ausbruchsgeschehen sehen, sobald es sich entwickelt, schließt. Oder da, wo jetzt aus Südtirol oder aus Italien Kinder, Schüler zurückkehren, dort auch sagt, im Zweifel nicht an der Schule teilnehmen. Aber flächendeckend Schulen schließen hat noch mal deutlich weitergehende Auswirkungen auf das gesamte gesellschaftliche, öffentliche Leben in Deutschland als Großveranstaltung und auch für die medizinische Versorgung. Und man kann darüber streiten, ob es Infektionsrisiken an anderer Stelle nicht sogar noch erhöht.